Willkommen zurück. Ich bin heute in einem Park. In einem Park, wo ich noch nie vorher war und den ich heute ein bisschen erkundigen möchte. Ich werde in diesem Video vielleicht auch versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Das ist ein Video wirklich speziell für Deutschlerner. Aber wenn du zufälligerweise kein Deutschlerner bist, aber Deutsch verstehen kannst und dich für Taiwan interessierst, dann kannst du gerne dieses Video anschauen. Ich bin hier in einem Park im Norden von Kaohsiung. Das ist der Kaohsiung Duhui Gongyuan. Das ist bei der Station, bei der Metrostation Kaohsiung Duhui Gongyuan. Das ist der gleiche Name. Ein großer Park. Ich habe heute Morgen im Internet eine große Karte von Kaohsiung geöffnet und ich habe mir gedacht, ich möchte heute einen großen Park finden. Ich möchte heute etwas Grünes sehen. Hier ist es jetzt gerade nicht grün, aber wir gehen jetzt weiter und werden hoffentlich ein bisschen mehr Grün finden. Ich gehe mal einfach weiter und dieses Video ist auch ein sehr spontanes Video. Hier auf dem Boden kannst du die Blätter hören. Das sind getrocknete Blätter und die machen genau dieses Geräusch. Weißt du, in Kaohsiung bin ich immer auf der Suche nach Grünflächen. Kaohsiung hat im Stadtzentrum nicht so viele Grünflächen, ein paar, aber nicht viele. Und ich möchte immer mehr Grün finden. Es ist mir nicht genug. Hier habe ich schon ein bisschen Grün gefunden. Ein anderer Grund, warum ich gerne in Parks gehe und warum ich besonders gerne in große Parks gehe, ist der, dass in großen Parks nicht so viel Lärm ist. Man hört nur die Vögel rufen hier irgendwo. Und hier hört man noch ein anderes Tier. Ich glaube, das ist, sind Eichhörnchen. Und das hört man die ganze Zeit. Und die Leute lächeln mich schon an und finden es lustig, dass ich hier ein Video mache. Ich gehe jetzt hier weiter und schaue, was es da vorne gibt. Und hier ist ein interessantes Schild. Hier steht: In diesem Waldgebiet gibt es Giftschlangen. Bitte machen Sie einen Bogen drumherum. Also das heißt wahrscheinlich, man soll nicht in dieses Waldstück hineingehen oder in diese Fläche hineingehen, sondern man soll auf dem Weg bleiben, auf dem hier. Und ich bin jetzt ganz brav und werde das auch so machen. Okay, die Luft ist wirklich gut. Die Luft ist schon viel besser. Also, es gibt einen guten Grund, warum ich so gerne in Parks gehe. Und ich sehe sehr selten in Kaohsiung eine so große Grünfläche wie hier. Wir werden jetzt darüber gehen und uns diese große Grünfläche anschauen. Und ich spüre schon, dass mich das sehr entspannen wird. Wirklich, die Luft riecht schon ganz anders. Sie riecht nach Blüten, zum Beispiel
wie diese hier am Boden. Das sind Blüten. Kann man das sehen? Ich glaube, man kann das sehen. Das sind Blüten. Und ich glaube, die erzeugen auch diesen Geruch, der sehr angenehm ist. Und was ganz typisch für Taiwan ist, sind diese Bäume. Diese Bäume hier. Warum? Man sieht einfach sehr oft Bäume mit diesen Lianen oder mit diesen Pflanzen hier. Ich glaube, das sind das Lianen oder sind das Pflanzen, die zum Baum gehören. Auf jeden Fall sind das echt coole Bäume. Ich sollte wirklich den Namen zu diesen Bäumen auf Deutsch heraussuchen. Noch was anderes, was sehr besonders an diesem Ort ist, ist, dass du hier oben diese Düsenjets hören kannst. Du hörst diese Kampfflugzeuge oder diese Militärflugzeuge, weil auch hier in der Nähe dieser Militärflughafen ist. Ich habe schon einmal in dem anderen Video erzählt, in dem Video, wo ich in der Nähe dieser Tangchang, dieser ehemaligen Zuckerfabrik war, dass hier ein Militärflughafen ist und dass man eigentlich die ganze Zeit diese Militärflugzeuge hier hören kann. Sie kreisen am Himmel. Sie kreisen am Himmel und sie führen irgendwelche Übungen durch. Also das ist wirklich sehr toll. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Park heute hier besucht habe und besuche. Das ist wirklich was anderes. Ich bin sehr, sehr, sehr selten in Kaohsiung auf so einer Grünfläche. Jedes Mal, wenn ich in Kaohsiung, jedes Mal, wenn ich in Taiwan so eine Grünfläche finden möchte, dann muss ich sehr lange mit dem Moped fahren. Dann muss ich vielleicht eine Stunde oder noch mehr mit dem Moped fahren, damit ich so eine große Fläche nur an Natur und an Grünem sehen kann. Ich möchte noch ein bisschen in diese Richtung gehen und ich möchte diese Bäume ein bisschen ansehen. Wir können diese Bäume zusammen ansehen. Und ich möchte gerne diese Atmosphäre besonders lang genießen. Hier auf dem Boden sieht man noch, dass das Gras sehr trocken ist oder war. Und Entschuldigung, ich muss kurz räuspern. So. Und das ist deswegen, weil es in Kaohsiung sehr lange Zeit nicht geregnet hat. Aber Gott sei Dank hat es die letzten 2-3 Tage relativ viel geregnet und jetzt ist es hier wieder ein bisschen feuchter und das ist auch sehr angenehm. Hier auf dem Boden, das zeige ich noch, gibt es Pilze. Hier auf dem Boden wachsen Pilze. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Das sind Pilze. Ich weiß nicht genau, welche Pilzart das ist. Wie dem auch sei, ich bin kein großer Pilzesser. Ich esse nicht so gerne Pilze. Wirklich. Manchmal kann ich ein bisschen davon essen. Manchmal kann ich ein paar Pilze essen. Aber im Großen und Ganzen sind Pilze nichts für mich. Es schmeckt mir einfach nicht. Ja, da fliegt ein Militärflugzeug. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und hier beginnen schon ein paar andere Büsche. Das ist toll. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingspark gefunden.
Das kann wirklich sein. Denn es ist ja so still wie an 90 oder 99% der Orte in Kaohsiung nicht. Ja, genau. Das sind diese Flugzeuge. Und diese Flugzeuge fliegen Formationen. Also hier sind gerade zwei Flugzeuge und die fliegen Formationen. Die fliegen zu zweit. Und man hört wahrscheinlich alle paar Minuten, wie diese Flieger wieder von hinten nach vorne kommen. Also das ist, glaube ich, hier mein perfekter Entspannungsort. Natürlich, wenn man jetzt die Flieger wegnimmt, wenn man jetzt die Flieger nach, wie heißt das denn auf Deutsch? Wie kann man das am besten grammatikalisch korrekt sagen? Wenn man jetzt die Flieger nicht bedenkt oder rauslässt aus dem, dann ist es hier sehr, sehr cool, sehr, sehr still. Und ich glaube, ich werde mal wieder hierher kommen und öfter wieder hierher kommen, weil das einfach echt cool ist. So. Und hier sieht man mehr Grünes, vielleicht gibt es auch einen Weg hinein. Natürlich, man hört alle paar Minuten den Flieger, aber es ist für mich zumindest, muss man aufpassen, kein extrem störendes Geräusch, sondern es ist ein Geräusch, das relativ gut auszuhalten ist. Es gibt ja auf YouTube sogar solche Videos mit, auf Englisch heißt das White Noise, mit weißem Lärm, also mit wohlklingendem Lärm. Das soll wahrscheinlich heißen, dass es wohlklingend ist, dass es angenehm für das Ohr ist. Und ein Beispiel für White Noise, für weißen Lärm ist zum Beispiel eine Art von Föhn. Also ein Föhn, das ist das, womit man die Haare trocknet. Und manche Föhns haben einen sehr angenehmen Klang, wo man eigentlich sehr schläfrig wird und wo man sehr leicht einschlafen kann. Also das sind solche verschiedenen industriellen Geräusche, Industriegeräusche oder auch von anderen Dingen, das müssen nicht unbedingt Maschinen sein, wo man das aufnimmt und dann daraus ein Video macht und dann White Noise als Titel eingibt und dann hat man so ein Video. Viel, viel Platz, was man hier alles veranstalten kann oder auch nicht. Wenn man hier eine Veranstaltung macht, dann ist es wahrscheinlich wieder sehr laut hier. Aber das ist auch hier vorne sehr interessant, weil das sieht man das irgendwie. Ich schaue mal, ob ich das reinbekomme. Ja, das ist hier vorne. Und zwar, da hat jemand ein weißes Tuch. Das sieht aus wie eine Vorbereitung für eine Hochzeit oder so. Also wenn man jetzt sagt, das ist das weiße Tuch für eine Hochzeit, vielleicht irre ich mich da gewaltig, weil ja die Farbe Weiß in Taiwan in der Tradition die Trauerfarbe ist und die Farbe Weiß ist auch die Farbe, die benutzt wird für ein Begräbnis. Also da muss man jetzt höllisch aufpassen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt hier ist, aber es kann sein, dass es entweder eine Hochzeit ist oder dass es ein Begräbnis ist. Aber es sieht eher nach Hochzeit aus. So, ich gehe mal weiter, wieder ein bisschen in die Bäume hinein, weg von diesem großen Platz. Aber okay, ich kann mir schon vorstellen, wenn man hier wohnt und jeden Tag alle 5 Minuten diese Flieger hört, ist es wahrscheinlich auch ziemlich anstrengend. Deswegen, was habe ich mal gesagt auf Instagram, doppelte Fenster muss man haben. Also ein Freund von mir, der ist auch gerade umgezogen und der hat ganz tolle Fenster. Und ich war bei ihm zu Hause und ich habe nichts gehört.
von draußen, fast nichts. Also das war wirklich außergewöhnlich. Das hat sich angefühlt wie in einer Wiener Wohnung. Ja? Hat man halt nichts gehört von draußen. Nur vielleicht im Extremfall die Rettung, ja? Die Rettungssirene. Das war wirklich cool. Okay, jetzt bin ich hier bei Eichhörnchen. Die erschrecken sich wahrscheinlich gleich, wenn ich da vorbeigehe. Ja gut, die lassen wir in Ruhe. Ja, die schauen sehr lieb aus. Die Eichhörnchen. Und vielleicht gibt es noch einen kleinen Fluss oder Bach. Hier zumindest nicht, aber es hat so ausgesehen, weil ich weiß warum. Weil das hier ein Flussbett sein könnte. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es im Sommer Wasser oder im Frühling. Beziehungsweise sollte es jetzt geben, gibt es aber eben nicht durch die Trockenheit. Kann schon sein. Also vielleicht gibt es hier ursprünglich, gab es hier ursprünglich Wasser. Auch sehr leise. Ich meine, ich bin jetzt gerade hier am Nachmittag, noch bevor die Leute nach Hause fahren und auch an einem Wochentag. Heute ist kein Wochenende. Jetzt ist kein Wochenende und deswegen ist es, glaube ich, besonders leise und besonders angenehm. Also das muss ich mir wirklich merken. Und das Coole ist, dass man hier mit der U-Bahn sehr leicht herkommen kann. Das ist wirklich cool. Und hier ist eine Schaukel. Da setze ich mich kurz hin und werde meinen Kaffee trinken. Und ich schaue mal, wie das Licht am besten fällt. Aha, das ist eine Spinne. Ich schaue mal. Ja, ich glaube, das ist besser als so, weil hier der Schatten ist. So, also, dann setze ich mich mal dahin. Es sollte halten, obwohl es sieht ein bisschen rostig aus. Es sieht ein bisschen rostig aus, aber wir gehen das Risiko ein. So, auf jeden Fall. Aha, hier steht, das ist nur für Kinder. Ach, das heißt, ich bin zu schwer dafür. Das ist aber schade. Dann muss ich weiter. Dann setze ich mich eben auf einen Stein. Oder ich setze mich hier auf eine kleine Mauer, ist auch cool. Ja, ich glaube, ich setze mich auf diese Mauer. Und noch eine Sache. Ich weiß, in den vorigen Videos mit dieser GoPro hat es so ausgesehen, als würde ich humpeln, als würde ich so gehen. Also als hätten meine Füße, meine Beine irgendein Problem oder eine Verletzung. Aber das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, warum das Kamerabild manchmal so gewackelt hat. Das ist auch ein bisschen komisch, ja. Aber ja, ich werde versuchen, möglichst stabil zu filmen und möglichst wenig zu wackeln. So, ich muss auf diese Mauer hier rauf. So, das geht. Okay, das darf ich. Dafür bin ich nicht zu schwer. Und den Schatten habe ich hier, das heißt, ich setze mich so. Das ist auch sehr cool. Genau richtig, viel angenehmer als darüber zu schauen. Und jetzt werde ich meinen Kaffee genießen mit euch zusammen. Wenn du einen Kaffee hast, kannst du gerne den Kaffee mit mir zusammen trinken. Wird auch lustig werden. Letztes Mal, ich habe schon ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich so gerne diese spontanen Videos mache, weil das auch eine Art von Live-Video ist. Und selbst wenn dieses Video nicht wirklich live ist, also selbst wenn dieses Video kein Livestream ist, hat es doch etwas von Livestream oder von Direktheit, von Liveheit, und ich liebe diese Art von Videos total. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das ist jetzt gerade meine Lieblingsart, Videos zu machen. Ich nehme mal einen Schluck und dann geht's weiter.
Es ist nämlich ein großer Unterschied, wenn man ein Video macht und sehr viele Effekte hineingibt und viel schneidet und dann viel Text hineingibt, oder wenn man dieses Video ganz spontan macht. Und ich habe am Anfang natürlich in den Videos viele, viele, viele Sachen herausgeschnitten. Das heißt, viele Sachen habe ich ganz oft gesagt, habe ich 10-mal gesagt, 5-mal gesagt. Ganz oft habe ich den Intro, die Einführung, so wie Hallo alle zusammen und bla bla bla. Das habe ich sehr, sehr oft 100-mal sagen müssen. 100-mal ist eine Übertreibung vielleicht, aber zigmal in manchen Fällen, in manchen Videos. Und dann musste ich das immer mühsam herausschneiden. Und jetzt gehe ich in das andere Extrem und möchte gar nichts mehr schneiden, sondern höchstens den Anfang und das Ende. Und da vielleicht auch nur einen Fade-in, das ist ein englisches Wort, und einen Fade-out, also eine Einblendung und eine Ausblendung. Weil Blenden, Fade, Einblenden ist Fade-in und Ausblenden ist dann Fade-out. Und das reicht auch schon. Also es ist einfach ein coolerer Effekt, wenn man einfach so wumm, mit dem Schatten das Video beginnt und mit einem Schatten das Video endet. Oder das Video beendet. Und da werde ich auch sehr viel herumexperimentieren. Zum Beispiel in diesem Fall kann es sein, ich weiß es noch nicht, aber es kann sein, dass ich in diesem Video auch neue Effekte probieren werde, oder weil es vielleicht eher ein Deutschlernvideo ist, werde ich vielleicht bestimmte Wörter hier nochmal einblenden und dir als Lernhilfe dazu schreiben. Das kann sein, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich auch was anderes. Aber ein anderer Vorteil ist, wenn man sehr deutlich spricht und wenn man ein Deutschlernvideo macht, dass dann die automatischen Untertitel sehr, sehr deutlich sind. Ja? Und das ist eine große Erleichterung. Deswegen versuche ich zumindest dieses Mal sehr deutlich zu sprechen. Mich würde auch interessieren, was für Vögel das hier sind, die immer diese Laute machen, weil in Taiwan findest du immer diese Vögel, die dieses sehr spezielle Rufgeräusch machen. Und irgendwie klingt das wie eine Taube oder so. Wie auch immer. Die Tierarten, die Pflanzenarten sind alle ganz anders als in Österreich und man hört einfach andere Tiergeräusche. Man hört einfach komplett andere Tiergeräusche. Also die Vögel zwitschern nicht so in Österreich, oder die Vögel rufen nicht so in Österreich. Und die Bäume schauen hier ganz anders aus als in Österreich. Die Blätter, es ist eigentlich alles komplett anders. Sogar nach so vielen Jahren in Taiwan ist das für mich noch immer sehr merkbar, sehr leicht zu merken und sehr leicht zu bemerken. Ich bemerke diese Unterschiede sehr leicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht hinunterfalle, weil das nämlich hier ein bisschen schmal ist. Aber weil ich einfach ein bisschen eine andere Sitzposition haben möchte, muss ich mich ein bisschen bewegen. Hier mal ein Blick rüber. Kannst du dir anschauen, auch sehr cool. Also ja, auf jeden Fall komme ich hier wieder her. So, ich drehe die Kamera wieder her und jetzt überlege ich mir, wie ich weitergehen kann. Und ich glaube, hier höre ich auch komplett auf meine
Intuition und werde schauen, wohin mich meine Intuition führt. So. Aber eines spüre ich schon auf jeden Fall. Und zwar, dass ich schon viel entspannter bin, als ich hier hineingekommen bin. Ich fühle mich schon viel ausgeruhter als vorher. Ich habe heute schon gearbeitet und ich war dann eigentlich jetzt gerade sehr müde, ja, sehr müde und sehr erschöpft. Und jetzt bin ich hier durchgegangen, habe dieses Video mit euch gemacht und mache dieses Video noch immer mit euch. Und jetzt fühle ich mich eigentlich schon viel ausgeruhter. Ich fühle mich schon viel ausgeruhter als vorher. Und das erstaunt mich sehr. Das erstaunt mich sehr, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so schnell in einen anderen Zustand kommen würde. Ich habe mir das vorher nicht gedacht. Wow, es ist wirklich so still hier. Es ist genial. Ich bin hier gerade der Lauteste oder das Lauteste, was man hier hören kann. Das soll viel heißen. Okay, ich werde meinen Rucksack wieder aufsetzen. Wie sagt man das eigentlich im korrekten Deutsch? Ich werde meinen Rucksack wieder nehmen. Gute Frage, wie man das auf Deutsch ganz korrekt sagt, aber du kannst einfach sagen, wenn du diese Bewegung auf Deutsch ausdrücken möchtest, dann sag einfach, ich nehme meinen Rucksack oder ich setze meinen Rucksack auf. Ja, das ist, glaube ich, auch korrekt. Wir sagen zum Beispiel, ich setze meine Mütze auf. Ja, das sagen wir. Ich setze meine Mütze auf. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon wieder total wackel. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde das Stativ, das ist das hier, was die Kamera hält, noch einmal ein bisschen regeln und hier verändern. Und dann wird das hoffentlich stabiler sein. Und hier sehen wir so eine Wippe. Das heißt Wippe. Einmal hier und einmal hier. Und besonders diese Wippe schaut sehr ähnlich aus wie die Wippen, die ich aus Österreich kenne. Das schaut sehr ähnlich aus, ja, hier. Weil unsere Wippen in Österreich auch sehr oft rot und blau und schwarz sind. Also vor einer sehr, sehr langen Zeit habe ich auch auf so einer Wippe, ja, gespielt. Bin ich auf so einer Wippe gesessen. Auch lustig. In Deutschland sagt man beim Verb sitzen im Perfekt, ich habe gesessen. Ich habe auf der Wippe gesessen. In Österreich sagen wir das nicht. In Österreich sagen wir, ich bin auf der Wippe gesessen. Also besonders die zwei Verben, sitzen und liegen, sagen wir in Österreich im Perfekt mit ich bin. Wenn ich sage, ich lege mich jetzt auf den Boden, okay, dann und ich bin auf dem Boden gelegen. Und in Deutschland klingt das, also für Deutsche klingt das ganz, ganz komisch. Was? Wieso? Ich bin gelegen. Ich habe auf dem Boden gelegen, aber in Österreich nicht. So, wir gehen weiter zu coolen Steinen. Auch sehr nice. Anglizismus. Nice. Wird auch jetzt immer öfter benutzt. Nice statt nett oder cool. Sehr cool. Ja, das Thema Anglizismen ist auch ganz spannend. Ich finde, ich sollte sogar ein Video dazu auf Chinesisch machen oder auch in einer anderen Sprache und darüber sprechen, weil das Thema Anglizismen aus einer Perspektive
des Muttersprachlers, des deutschen Muttersprachlers, also aus meiner Perspektive, wieder etwas anderes ist, als wenn man das als Fremdsprache lernt. Und rund um das Thema Anglizismen gibt es auch eine sehr hitzige Diskussion. Anglizismen sind sehr umstritten. Anglizismen sind sehr umstritten. Zumindest bei einer bestimmten Gruppe von Leuten. Ich glaube, mittlerweile gar nicht mehr so viel, weil es einfach schon so sehr zum Alltag gehört. Aber es ist trotzdem immer noch so bei Anglizismen eine bestimmte Diskussion dabei. Warum soll man Anglizismen benutzen? Wenn ja, welche Anglizismen? Wenn nein, warum keine Anglizismen? Was passiert mit der deutschen Sprache oder was passiert mit den Wörtern, die durch den Anglizismus ersetzt werden oder auch nicht ersetzt werden? Das ist immer so ganz schwierig zu sagen. Da gibt es keine Standardantwort, da gibt es keine einzige Antwort dafür, sondern das ist immer sehr fallbezogen. Fallbezogen, der Fall ist sowas wie die Situation, also fallbezogen heißt, man muss immer die jeweilige Situation ansehen. So, ich habe einen sehr coolen Stein, echt cooler Stein, den ich filmen möchte. Ich möchte mich gerne auf diesen Stein setzen, und zwar für ein paar Momente. Hier sind auch so Löcher, ich weiß nicht genau, was für Tiere in diesen Löchern hausen, das weiß ich nicht, aber so, ich setze mich mal auf diesen Stein hier und genieße hier diese Atmosphäre. Oh Gott, ist das entspannend. Das ist wie Urlaub machen. Ich glaube, ich habe meine neue Wohnung gefunden. Ich ziehe einfach in diesen Park. Naja, wenn ich das für 2-3 Tage mache, dann sehe ich aus, als würde ich wirklich im Park wohnen. Stativ noch einmal ausgefahren. Und das Thema Anglizismen möchte ich hier noch ein bisschen weiter besprechen. Viele Wörter kommen ja jetzt aus dem Englischen und das heißt dann Anglizismus. Aber, wisst ihr, es gibt in der Geschichte der deutschen Sprache auch viele andere Wörter, die aus anderen Sprachen gekommen sind. Ganz viele. Bevor das Englische so beliebt war oder wurde, war es das Französische. Die Leute haben es geliebt, Französisch zu sprechen. Französisch war total cool und das war so vor vielleicht 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Man kann eigentlich sagen, für viele Jahrhunderte war die französische Sprache total cool. Ich glaube, das hat auch mit dem Ludwig dem 14. zu tun. Ludwig der 14., vielleicht hast du mal von dem gehört, das war im 17. Jahrhundert, das war vor circa 350 Jahren ungefähr. Das war ein sehr, sehr wichtiger französischer König. Und das war ein bisschen vielleicht so wie ein Popstar. Der hat einfach viele Trends gesetzt, viele Modetrends, und sein Schloss in Versailles war total cool. Da wollte jeder hin und da wollte jeder dabei sein. Und damit ist die französische Sprache auch sehr in geworden, sehr beliebt geworden, sehr cool geworden und sehr populär geworden. Und in den darauffolgenden Jahrhunderten haben dann die Leute alle sehr gerne Französisch gelernt. Und das war auch für lange Zeit die
populärste Sprache in der Adelsschicht. Der Adel, auf Englisch the nobles, also die Adelsschicht, das sind diese Leute, die gleich unter dem König sind, die auch ein bisschen Macht haben, die auch ein bisschen regieren und so. Oder die eine Regierung führen oder geführt haben in diesem Reich, soweit ich zumindest weiß. Und das war einfach dann total cool, dass man Französisch spricht. Viele Leute, viele deutsche Könige, Kaiser, ganz egal eigentlich aus welchem Land, die haben dann zu Hause am Hof, das ist also bei ihnen zu Hause am Hof, haben sie dann Französisch gesprochen, obwohl ihre Muttersprache gar nicht Französisch war. Und ich habe auch oft gelesen, dass von vielen Adeligen oder dass viele Adelige besser Französisch gesprochen haben als ihre eigene Muttersprache. Also, das ist auch ziemlich eigenartig. Stelle zum Beispiel vor, du bist der König von England oder der König von irgendeinem anderen Land, Schweden, der König von Taiwan, keine Ahnung, was du möchtest. Und die Leute, das Volk, spricht die Sprache A. Spricht einfach jetzt, wir nehmen einfach als Beispiel, spricht Deutsch. Die Leute sprechen alle Deutsch. Aber der König kann gar nicht richtig Deutsch. Vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall benutzt er es so gut wie nie. Auf jeden Fall benutzt der König oder die Königin so gut wie nie Deutsch. Sondern er benutzt den ganzen Tag Französisch. Vielleicht ein bisschen Latein, aber selten Deutsch, selten. Und so haben viele Könige gelebt, über sehr lange Zeit. Und das ist eigentlich sehr interessant. Das heißt also, damals sind auch viele französische Wörter in die deutsche Sprache hineingekommen, ja? Das heißt also, viele französische Wörter benutzen wir heute wie normale deutsche Wörter. Das Beispiel Portemonnaie zum Beispiel, die Geldbörse, das ist diese kleine Tasche, wo ich mein Geld hineingebe. Das heißt auf Deutsch Geldbörse, Geld und dann Börse, eine Börse ist eine Tasche. Und auf Französisch heißt das Portemonnaie. Port heißt tragen, porter, tragen und dann Monnaie ist dann das Geld. Monnaie ist ja wie auf Englisch Money, die gleiche Wortwurzel. Und weißt du, wir haben auch auf Deutsch das Wort die Moneten. Die Moneten, das ist ein sehr umgangssprachlicher Ausdruck für Geld. Das normale standardsprachliche Wort ist Geld und wenn wir sehr umgangssprachlich reden, Moneten, ich habe keine Moneten oder gib mir die Moneten, wo sind die Moneten, dann benutzen wir manchmal dieses Wort oder wir lesen es vielleicht oder wir hören es in einem Film, aber das ist auch sehr, sehr kontextbezogen. Das ist ein Beispiel für einen nicht Französizismus, sondern ja, für ein Fremdwort aus dem Französischen. Es gibt noch ein spezielles Fachwort dafür, wie man diese Wörter aus dem Französischen nennt. So wie aus dem Englischen sagt man Anglizismus, sagt man für die französischen Wörter ein anderes Wort, das mir nicht ganz einfällt, aber es hat irgendwie, glaube ich, auch mit Gallien zu tun. Gallizismus vielleicht, weil früher hat das Gebiet, wo heute Frankreich ist, Gallien geheißen. Gallien, ja? Also nicht Frankreich, sondern Gallien. Das kannst du gerne alles nachsehen. Ja? Gallien und das Volk, das dort gewohnt hat, oder die Völker, die dort gewohnt haben, wurden mit die Gallier bezeichnet. Die Gallier. Und es gibt auch einen sehr berühmten Comic,
Asterix und Obelix, das ist ein in den westlichen Ländern extrem berühmter Comic. Es gibt auch die Filme dazu. Ich habe diese Filme unglaublich geliebt. Ich habe diese Filme, Asterix-Filme habe ich unglaublich geliebt. Und die habe ich gesehen, und da geht es darum, dass das die Gallier sind. Die Gallier, das sind die Franzosen, die Gallier. Und in den Asterix-Filmen, das ist in einer Zeit, wo das Römische Reich noch existiert hat, wo die Römer ganz Europa beherrscht haben, nur nicht ein kleines Dorf in Gallien. So beginnt immer jeder Film und jede Geschichte, jeder Comic beginnt so. Also ganz Europa ist besetzt, nur nicht ein kleines Dorf in Gallien, wo die Leute sich den Römern widersetzen, weil sie eben einen Zaubertrank haben. Das heißt, sie haben ein Getränk, und wenn sie das trinken, dann werden sie super stark und dann können sie jeden besiegen, dann sind sie unbesiegbar. Und so ist die Geschichte von Asterix. Und daher kommt auch das Wort. Also daher habe ich, glaube ich, auch zumindest zum ersten Mal das Wort Gallier gehört. Als Kind war das damals. So, noch ein Schluck Kaffee und dann marschieren wir weiter. So. Okay. Dieser Rucksack fällt auch langsam auseinander. Hier zum Beispiel. Mein Rucksack fällt langsam auseinander, aber ich habe ihn auch geflickt. Hier zum Beispiel ist er schon aufgegangen. Ich habe ihn hier geflickt und habe ihn auch geflickt, weil ich diesen Rucksack sehr gerne weiter verwenden möchte. Ich möchte ihn weiterverwenden, weil er sehr gut ist, weil er sehr praktisch ist und weil er eigentlich auch sehr robust ist. Also er hält sehr lange, er hält sehr gut. Nur an solchen kleinen Stellen muss man aufpassen, wie zum Beispiel hier. Aber ich finde diesen Rucksack extrem praktisch, weil er auch innen eine sehr gute Einteilung hat. Die Taschen und die Fächer sind sehr gut eingeteilt. Und ganz allgemein werfe ich nicht gerne sofort eine Tasche weg, die eigentlich noch zu gebrauchen ist und wo man eigentlich nur ein bisschen etwas hier reparieren muss. Wenn man nur ein bisschen etwas reparieren muss, dann versuche ich das zu reparieren und dann einfach weiter zu verwenden. Aber wir werden sehen, wie lange das noch hält. Ich fahre mein Stativ wieder ein und wir machen unsere Reise weiter. Los geht's. Ja, das ist wirklich entspannend. Toll. Und ich glaube, das hier ist irgendein Bau von irgendwelchen Tieren. Von welchen, weiß ich auch nicht. Aber wir werden jetzt mal weitergehen. So. Okay. Worüber kann ich mit euch jetzt noch sprechen? So, ich hoffe, dass das nicht zu sehr wackelt. Ich glaube, das ist schon okay so. Wahrscheinlich hängt es auch sehr davon ab, wo ich dieses Stativ nehme. Also wenn ich das jetzt runtergebe, sieht man das? Nein, das sieht man nicht genau. Aber man sieht einfach das Stativ, ja, nicht wirklich. Aber es kommt darauf an, wo du das hältst. Ich glaube, wenn ich das sehr nah an der Kamera halte, dann ist es sehr stabil. Und wenn ich das weiter weg von der Kamera halte, dann wird das sehr instabil. So, jetzt gehe ich darüber. Das ist hier ein Eislaufplatz, Liubingchang. Eislaufplatz in Taiwan. Mal sehen. Hier ist eine Karte. Wir schauen uns mal die Karte an. Okay. Wir zoomen mal hin. Hier ist die ganze Karte.
da, Wasserzone, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, was los ist. Und zwar hier sollte eigentlich eine Wasserzone sein, aber es ist jetzt komplett trocken. Verstehe. So, und hier hast du einen Eislaufplatz, aber ich glaube, das ist kein Eislaufplatz, sondern das ist wahrscheinlich ein Rollerskaterplatz oder ein Inlineskateplatz, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute so viel Geld ausgeben, nur damit sie hier Eis haben. Das würde ja sofort schmilzen. Wahrscheinlich heißt es einfach nur so und man macht dann eigentlich Rollerskating. Man fährt mit den Inlineskates. Und hier, was ist hier? Das ist eine, wie heißt es denn auf Deutsch? Ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus oder ein Treibhaus. Ein Treibhaus kann man auch sagen. Sehr nett schaut es hier aus. Mir gefallen auch diese Türbögen, sondern diese einfach solche Bögen hier, diese Eingangsbögen. Ja. Das ist immer sehr schön, wenn man einfach neue Dinge sieht, wenn man einfach neue Eindrücke bekommt und nicht immer die gleichen Dinge sieht. Also sowas sehe ich selten, aber es schaut sehr cool aus. Das ist einfach eine Art von Urlaub. Man muss nicht immer ganz weit wegfahren, man kann auch am selben Ort oder in derselben Stadt Urlaub machen. Das kann man auch. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute in diesen Park gekommen bin. Genau deswegen, weil ich Urlaub machen möchte. Und da vorne haben wir noch ein interessantes Gebäude. Das hat so ein Camouflage-Muster. Das ist ein schwieriges Wort. Das ist, glaube ich, auch Französisch. Camouflage. Ja. Viele Wörter im Deutschen, die mit A, G, E enden, sind eigentlich Französisch. Und Camouflage heißt so ein militärisches Muster. Und ich weiß auch nicht warum. Aber wir schauen uns das an. Okay? Ein Camouflage-Muster, ein militärisches Muster. Wahrscheinlich hat das einmal einen militärischen Zweck gehabt. Ja, ganz offensichtlich war das ein Bunker. Das war ganz offensichtlich ein Bunker, der jetzt aufgelassen ist oder der jetzt verlassen ist. Und hineingehen kann man wahrscheinlich auch nicht. Soweit ich gesehen habe, war da jetzt ein Gitter vor dem Eingang. Ich schaue noch einmal. Richtig. Hier kann man nicht hineingehen. Aber die Natur, die Bäume haben schon Besitz von diesem Bunker ergriffen. Auch eine schöne Phrase oder eine schöne Verb. Nomen, Verbindung im Deutschen, Besitz von etwas ergreifen. Der Baum hat Besitz vom Bunker ergriffen. Oder die Natur hat Besitz vom Bunker ergriffen. Hier wird es auch wieder ein bisschen lauter. Da vorne ist dann die Schnellstraße. Da vorne ist die Schnellstraße. Und da vorne hast du auch die U-Bahn. Also hier sieht man schon dann die U-Bahn-Schienen, diese U-Bahn-Brücke. Vielleicht kann man das sehen. Wenn ich nach vorn gehe, kann man es vielleicht sehen. Ich werde aber einen kleinen Umweg machen, weil ich hier nicht durchspazieren möchte, weil es auch nicht so schön ist, sondern ich möchte gerne bei den Bäumen weiterspazieren. Und dann kann ich euch zeigen, was ich hier alles sehe. Und auch das hier zum Beispiel finde ich immer so cool. Das sind einfach nicht Blätter, sondern diese Früchte, diese Baumfrüchte. Und sowas Ähnliches in ganz, ganz, ganz kleiner Form haben wir auch in Österreich. Aber hier ist das ein ganz anderes Format. Ja? Hier ist das eine ganz andere Größe. Oder auch eingerollt, eingeringelt. Das sind diese
diese, wie sagt man dazu, Früchte. Und ist das irgendein Tier hier oder ist das eigentlich nur eine Blüte oder eine Pflanze oder ein Samen? Ja, weiß ich auch nicht. Also du findest hier oft Tiere, die du noch nie gesehen hast und wo du total erstaunt bist. Du findest hier Insekten, wo du nicht weißt, wie du auf diese Insekten reagieren sollst, weil du nicht weißt, sind die giftig oder stechen die sehr schnell oder sind sie eher leicht zu reizen. Das weiß man nicht. Und dann denkt man sich, aha, wie soll ich jetzt auf dieses Tier reagieren? Das ist mir in Taiwan schon sehr oft passiert. Es gibt in Taiwan auch manchmal so ganz große Hornissen. Und da weiß man auch nicht genau, kann man da jetzt vorbeigehen ganz ruhig? Oder soll man lieber stehen bleiben? Ich glaube, da muss jeder selber nachdenken, was er in so einem Fall machen soll. Jetzt gehe ich da durch und marschiere darunter und zeige euch diese kleine U-Bahn-Brücke da, die man ein bisschen sehen kann. Langsam wird es auch dunkel. Also jetzt ist es schon später Nachmittag. Aber wie dem auch sei, ich glaube, wenn ich jetzt in dem Tempo so weiterrede, weil es ist ja kein schnelles Tempo und hoffentlich sind die automatischen Untertitel auch sehr gut und können wirklich gut wiedergeben, was ich gesagt habe, dann ist das, glaube ich, eine gute Deutschhörübung. Dann kann man, glaube ich, sehr gut mit diesem Video sein Hörverstehen auf Deutsch üben. Hier kann man ein bisschen die U-Bahn-Brücke sehen. Vielleicht ja. Ja, das kann man. Und immer wieder sieht man dann diese Löcher hier. Gute Frage. Das ist ein Ameisenhaufen. Ob das ein Ameisenhaufen ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ein schöner Park. Hier kann man sogar durchgehen, aber ich weiß ja nicht genau, wo ich bin. Trotzdem wirkt das irgendwie interessant. Ich glaube, ich gehe hier durch. Ich gehe hier durch und dann gehe ich wieder zur U-Bahn. So, los geht's. Und ich bin draußen. Ich bin aus dem Park rausgekommen. Auch sehr schön hier. Auch sehr schön hier. Jetzt geht die Reise weiter zur U-Bahn. Obwohl der Schatten von hier kommt, ja, muss ich in die Richtung gehen. Ich mache mal ein paar weitere Aufnahmen von diesem sehr, sehr entspannenden Ort hier. Die Grillen kann man hören. Diese Grillen, die so zirpen. Schöne Blumen hat man hier. Also hier kann ich wirklich öfter vorbeikommen. Ich spüre sehr deutlich, dass ich hier meine Batterien wirklich aufladen kann. Also ganz eindeutig fühle ich mich jetzt schon viel entspannter und viel aufgeladener, und zwar in einem energetischen Sinne, als vorher. Ich bin schon gespannt, welche U-Bahn-Station ich dann hier finden werde. Aber mein Eindruck ist, dass ich eigentlich genau die gleiche U-Bahn-Station von vorher hier vorne habe.
Gutes Zeichen. Das heißt, ich bin im Grunde einen sehr guten Kreis gegangen. Oder anders gesagt, ich bin sehr gut im Kreis gegangen und bin jetzt wieder an meinem Ausgangsort. Ich bin bei meinem Ausgangsort angekommen. Noch was Schönes ist hier dieser Mini-Park, der hier einen kleinen Teich hat. Und den werden wir uns auch noch anschauen. Ja. Auch sehr cool zum Sitzen. Auch nicht so extrem laut. Also im Vergleich zu anderen Parks. Und im Vergleich dazu, dass ich hier eine riesengroße Straße habe. Du hast hier hinten, da hinten hast du eine ganz, ganz große Straße, wo viele LKWs fahren. Und jetzt beginnt auch die Hauptverkehrszeit oder die Stoßzeit, heißt das. Die Stoßzeit beginnt jetzt. Und bei der Stoßzeit fahren alle Leute wieder nach Hause. Also die Stoßzeiten sind normalerweise zwei am Tag. Und so einmal in der Früh von 7 bis 8 und dann einmal vom Abend, am Abend von 5 bis 7 vielleicht. Ich setze mich da in diesen schönen Kreis hier und bleibe wahrscheinlich noch ein bisschen sitzen, weil eigentlich ist es wirklich angenehm. Ich suche noch einmal das Licht, wie das Licht am besten fällt. Ich glaube, das ist einfach hier. Das heißt, ich setze mich darüber. So. Und was auch so lustig ist, dieses Material hier, das sieht aus wie Holz. Das sieht aus wie Holz. Aber das ist kein Holz. Das ist kein Holz. Das ist irgendein Kunststoff. Und das habe ich schon öfter in Taiwan gesehen, dass du ein Objekt hast und dieses Objekt sieht aus wie zum Beispiel aus Holz oder es sieht aus wie, ich weiß nicht, es hat einfach eine bestimmte Form oder eine bestimmte Konsistenz, es ist ein bestimmtes Material. Aber das Komische ist dann, dass es gar nicht dieses Material ist. Das ist das gar nicht. Das ist einfach was anderes. Ja, also ich habe auch mal so bei einer Treppe das Geländer gesehen. Geländer, das ist das, wo man die Hände hinhalten kann, wenn man eine Stiege hinuntergeht oder hinaufgeht. Und dieses Geländer hat auch ein Holzaussehen gehabt. Es hat ausgesehen wie aus Holz. Es war aber nicht aus Holz, es war aus Beton. Es war, wenn man so geklopft hat, dann hat man auf Beton geklopft, so als würde ich hier auf diesen Stein, als würde ich hier auf diesen Stein klopfen, ja? Genau das gleiche Gefühl. Und das hat mich schon gewundert, das hat mich schon gewundert. Ich habe mir gedacht, es wäre doch viel einfacher, gleich ein Geländer aus Holz zu machen, oder? Gibt es in Taiwan so einen Holzmangel, dass man hier die Bänke nicht aus Holz macht? Auf der anderen Seite habe ich dann später die Idee, nicht die Idee, aber ist mir dann später eingefallen, dass in Taiwan vielleicht das Klima sehr feucht ist und deswegen die Leute sagen, ich möchte keine Bank aus Holz haben, sondern ich möchte eine Bank aus Kunststoff haben, weil diese Bank nicht so schnell kaputt wird oder nicht so schnell schimmelt. Kann sein, ich weiß es aber nicht genau. Es ist eine Vermutung, es ist nur eine Vermutung. Und schau, sogar hier, das ist auch sehr lustig, das hast du in Österreich auch nicht. Sogar hier hast du einen Rettungsring. Sogar hier hast du einen Rettungsring, wenn du in diesen Teich hineinfällst, kannst du sogar mit einem Rettungsring gerettet werden. Das ist ja auch eine große Erleichterung.
Gott sei Dank. So, mein Kaffee muss noch ausgetrunken werden. Nächster Schluck. Und diesmal war das auch sehr interessant. Ich sehe jetzt gerade auf diese Uhr, wie lange das Video schon läuft. Es läuft schon eine Stunde. Also, das hätte ich mir heute auch nicht gedacht, dass dieses Vlog-Video wieder eine Stunde lang wird. Und offensichtlich wird es noch länger als eine Stunde. Also, vielleicht schlage ich sogar den alten Rekord vom Video in der Zuckerfabrik, wo ich ein Vlog-Video von einer Stunde und 13 Minuten gemacht habe. Also, ich weiß es noch nicht. Es ist ja alles sehr spontan. Es kann aber durchaus sein. Noch ein Schluck Kaffee. Und da kann ich gleich über das Thema Thermosflasche reden. Warum benutze ich immer eine Thermosflasche? Warum habe ich immer eine Thermosflasche dabei? Ich glaube, mittlerweile haben das viele Leute schon. Viele Leute haben immer so eine Flasche dabei. Der erste Grund ist mal ganz klar. Du kannst immer Wasser mitnehmen, du kannst immer etwas zu trinken mitnehmen und das ist einfach unglaublich praktisch und man muss nicht ständig in einen Supermarkt hineinlaufen, man muss nicht ständig in einen Minimarkt, in einen 24-Stunden-Markt hineinlaufen und sich irgendeine Plastikflasche holen, Wasser. Das heißt, das spart mal Geld. Nummer eins, das spart Geld. Es spart Zeit. Deine eigene Zeit. Es spart Energie, weil du nicht immer woanders hinlaufen musst, wo du eigentlich jetzt gar nicht hin möchtest oder wo du nicht ursprünglich hin wolltest, sondern weil du jetzt nur dorthin gehst, weil du einfach ein Wasser haben möchtest. Und das spart, das ist wieder Energie, du musst da hinlaufen, hingehen. Und für mich noch ein sehr wichtiger Grund ist, ich möchte diese Pappbecher vermeiden. Ich möchte die Papierbecher vermeiden oder auch Plastikbecher. Anders gesagt, die Einwegbecher, also diese Becher, die man nur ein einziges Mal benutzt. Auf Deutsch heißen die Einwegbecher. Und das ist fast der Hauptgrund. Das ist fast der Hauptgrund, wenn nicht sogar der Hauptgrund. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe. Es ist einer meiner wichtigsten Gründe, dass ich eine Thermosflasche habe, weil ich diesen Müll vermeiden möchte. Und ich habe mit dieser Thermosflasche und auch mit anderen Thermosflaschen von früher bestimmt Hunderte oder Tausende, kann schon sein, Tausende Pappbecher vermieden. Wenn ich mir vorstelle, wie, oder Plastikflaschen, alles zusammen, wenn ich mir vorstelle, wie viel Müll ich mit diesen Thermosflaschen vermeidet habe, dann bekomme ich sehr gute Laune. Dann finde ich das echt cool. Das freut mich dann sehr. Also, ich benutze das jeden Tag und schon seit vielen Jahren benutze ich Thermosflaschen. Also, das ist vielleicht schon die dritte, vierte Generation an Thermosflaschen, die ich verwende. Also mindestens die dritte Generation, mindestens die dritte Thermosflasche, die ich verwende in Taiwan. Und ich mache das schon seit Jahren. Also auch wenn ich jetzt unterrichten gehe, wenn ich Kurs habe und unterrichten muss, habe ich immer eine Thermosflasche dabei und ich unterrichte schon seit vielen Jahren in Taiwan. Okay. Also das sind schon mehr als 5 Jahre, würde ich sagen. Und wenn ich mir das jetzt ausrechne, wie viele Pappbecher ich theoretisch vermeidet habe und wie viele Plastikflaschen, Wasserflaschen ich vermeidet habe, und wenn ich mir das jetzt hier vorstelle, zum Beispiel, wenn ich hier den Müll, den ich vermieden habe oder den ich nicht produziert habe, hier hinstellen würde,
dann wäre das wahrscheinlich unglaublich groß. Das ist ja unglaublich viel Müll, den ich nicht gemacht habe. Und das ist so ein cooler Grund, warum ich immer diese Flasche habe. Ja. Und außerdem ist es auch viel praktischer. Generell. Also diese ganzen Gründe, die ich aufgezählt habe, plus irgendwie, du hast es immer dabei. Du hast immer irgendwas da und du musst nicht so viel nachdenken. Du musst nicht immer so viel nachdenken, wo bekomme ich das, wo bekomme ich Wasser oder wo bekomme ich jetzt meinen Kaffee her, sondern ja. Und noch etwas ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe auch schon sehr viel Geld gespart, weil ich im Minimarkt, im 24-Stunden-Markt, den Kaffee immer mit einer Thermosflasche bestelle. Und in Taiwan bekommt man dann Rabatt. Man bekommt, wie viel Rabatt? Ich glaube 10% oder ein paar Taiwan-Dollar zumindest. Also wahrscheinlich 5-10% bekommt man Rabatt. Und das summiert sich. Also wenn ich jedes Mal 3-4 Taiwan-Dollar weniger zahlen muss, dann bleibt mir auch viel mehr Geld übrig. Also es hat im Grunde nur Vorteile. Das tut gut. Besonders wenn man schon eine Stunde lang geredet hat, zumindest in diesem Video, und dann noch zusätzlich dazu in der Klasse geredet hat, im Kurs geredet hat, dann ist so ein Kaffee sehr, sehr angenehm. Langsam wird es dunkel, aber in der Kamera sieht man das eigentlich gar nicht. Das ist auch etwas, was ich bei dieser Kamera echt cool finde. Noch ein Schluck und dann geht es gleich weiter. Wenn ich zum Beispiel mein Handy benutze, dann ist das sehr einfach und sehr schnell. Aber die Bildqualität ist viel schlechter. Das Bild ist viel dunkler und die Pixel sind viel weniger. Und ich werde jetzt was ganz Lustiges machen. Ich werde jetzt hier ein doppeltes Video machen. Ich mache jetzt hier was ganz Lustiges. Ich drehe hier gerade live und ich werde jetzt mit diesem Handy meine Live-Aufnahme aufnehmen. Echt lustig. Noch einmal auf Chinesisch und noch einmal auf Spanisch vielleicht und noch auf Englisch vielleicht. 我现在拍一个影片，然后我就为了好玩，我就把我所拍的影片用手机再次的拍下来。 Ahora estoy grabando un video en vivo, digamos, y por diversión quiero grabarlo otra vez con mi móvil. Right now I'm taking a video for my channel. It's a German learning video. It's spoken in slow German. I'm walking around and I've been doing this for more than an hour and just for fun. I'm just taking this another time with my mobile phone. Und es ist ganz deutlich, dass mein Englisch offensichtlich nicht so geübt ist wie mein Spanisch und wie mein Chinesisch. Obwohl Englisch näher am Deutschen ist. Aber das ist auch so eine lustige Geschichte. Und ich mache das jetzt hier doppelt. Das Englische, kann man das hier anbringen? Nein, kann man nicht. Der Unterschied, wenn ich jetzt Englisch lerne und wenn ich eine andere Sprache lerne, Chinesisch, noch besser gesagt, wenn ich Englisch reaktiviere, also wenn ich es neu aktivieren möchte, dann geht das beim Englischen sehr, sehr schnell, weil das Englische viel näher am Deutschen ist. Das heißt, ich komme sehr schnell auf ein höheres Niveau. Das funktioniert ganz gut. Und umgekehrt, wenn ich Chinesisch spreche, oder ich kann mich erinnern, als ich Chinesisch gelernt habe, da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich auf ein höheres Niveau gekommen bin. Und Spanisch ist so irgendwo in der Mitte. Und
Jetzt ist es aber so, dass ich viel weniger Englisch spreche als Spanisch und Chinesisch. Deutsch natürlich auch überhaupt, ja. Also ich spreche viel mehr Deutsch als Englisch. Und deswegen ist mein Englisch einfach eingerostet. Mein Englisch ist nicht wirklich präsent. Es ist passiv sehr, sehr gut. Aber ich stocke oft, wenn ich Englisch spreche. Also noch einmal hier, das ist alles live. Es ist alles live. Ich mache das einfach so zum Spaß als ein Deutschlern-Kunstprojekt, also ein German Learning Art Project. Man sieht mich hier noch einmal, sehr, sehr lustig. Und ich glaube, jetzt war das schon das Wichtigste, das ich sagen wollte. Dass es lustig ist, wenn man Englisch lernt, dass man ja irgendwie, also dass das für mich einfach ein bisschen anders ist. Es ist sehr komisch, wenn ich jetzt Englisch rede, aber ich komme sehr schnell wieder hinein. Mal bis hier. Okay, und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde dieses Video und ich werde schauen, wie das funktioniert. Mach jetzt hier was ganz. Ja, das funktioniert. Ich werde dieses Video jetzt auch hier live raufladen. Und zwar auf mein Instagram und auf mein Facebook. Mach jetzt hier was ganz Lustiges. Ich drehe hier Ja, gerade. man sieht es hier, man hört es ja wahrscheinlich im Video. Und die Leute werden sich denken, was macht der Gabriel da bitte? Wir verstehen nicht, was das soll. Und ich schreibe jetzt hier German Learning Art Project. Und die Leute werden keine Ahnung haben, was ich hier eigentlich für komische Sachen mache. Aber das ist ja auch der Überraschungseffekt. Versteht ihr das Wort Überraschungseffekt? Also Surprise-Effekt. Wenn man etwas sehr Unerwartetes tut und sich dann die anderen Leute sehr wundern, was das soll. Man versteht nicht, was das genau soll. Aber so ist das Leben. Man versteht sehr oft nicht, was das genau soll, oder? Es ist ja auch oft so. Das weiß man ja oft im Leben nicht. Und im Leben kann man vieles nicht planen. Manche Leute sagen sogar, man kann im Leben gar nichts planen. Soweit würde ich so weit gehen, das zu sagen, das weiß ich auch nicht genau. Aber das hier, was jetzt gerade passiert, ist auch ein typisches Beispiel dafür, dass ich ganz viele neue Dinge auf meinem Kanal ausprobieren will und dass auf diesem Kanal vieles Neues passieren wird. Und deswegen passiert es gerade, aus keinem anderen Grund. Gelebte Spontanität zu 100%. Gelebte Spontanität zu 100%. Ich lasse es fließen. Und in dem Moment sehe ich gerade, dass dieses Video jetzt 1 Stunde und 13 Minuten dauert und damit offensichtlich der Rekord eingestellt wurde. Wahrscheinlich noch ein paar Sekunden und Minuten, dann wird dieser Rekord von dem Tangchang-Video eingestellt und wir können alle beruhigt nach Hause gehen. Jetzt bin ich bei 1 Minute, bei 1 Stunde und 14 Minuten. Wir können beruhigt nach Hause gehen und sagen, ja, das war das längste Video, das der Gabriel als Vlog jemals gemacht hat. Ich schaue noch einmal, ob hier meine Aufnahme auch wirklich läuft. Ja, die läuft auch. Also so sieht mein Aufnahmegerät aus. Das ist eigentlich ein Aufnahmegerät auch für Journalisten. Und ich habe das hier in einer Tasche. Ich zeige dir das mal. Kann man das sehen? Das ist hier eine Tasche. Die habe ich hier am Gürtel. Und dann gebe ich mein Aufnahmegerät immer hier hinein. Also jetzt weißt du auch sehr genau. Also das ist dann hier. Ja, jetzt weißt du sehr genau, wie ich eigentlich meine Videos mache. So mache ich meine Videos. Ich glaube, ich gehe noch mal darüber zu dieser Hütte
und werde mir ansehen, was da noch ist. Da gibt es solche Skulpturen oder Figuren, die heißen auf Chinesisch Gongzai. Also ich weiß ja, in Taiwan sind diese Figuren, solche Plastikfiguren, Entschuldigung, ich muss nur kurz mein Stativ ein bisschen richten, weil mein Stativ schon zerfällt und mein Stativ ist schon ziemlich kaputt. Ich sollte mir ein neues Stativ besorgen. Und diese Gongzai sind in Taiwan extrem beliebt. Alle möchten gern Gongzai haben. Alle sammeln Gongzai. Alle sammeln diese Figuren, diese Plastikfiguren, oder manche Leute produzieren, fertigen doch diese Plastikfiguren. Ich habe mal in einer Wohnung gewohnt und die Vermieter hatten einen Sohn und der Sohn hat so Gongzai gemacht. Der hat diese Gongzai selber gemacht, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, und hat diese Gongzai auch selber dann verkauft. Also anscheinend kann man damit auch wirklich Geld verdienen, wahrscheinlich auch sogar sehr viel Geld damit verdienen, weil die Leute in Taiwan total auf sowas abfahren. Gleich ein neues Wort gelernt, hoffentlich für euch. Auf etwas abfahren heißt etwas total mögen, etwas total super toll finden. Wenn ich sage, ich fahre zum Beispiel elektronische Musik, höre ich total gern. Kann man sagen, ich fahre total auf elektronische Musik ab. Oder wenn ich sage, ich mag einen bestimmten Fußballclub, wir sagen jetzt einfach Real Madrid zum Beispiel oder Barcelona oder FC Bayern München, dann kann man sagen, ich fahre total auf Real Madrid ab. So, jetzt haben wir hier die Gongzai. Wir gehen das mal durch. Das sind schöne Bleistifte. Aus welchem Material sind denn das? Ah, das ist zum Beispiel, ich hätte jetzt gedacht, dass das Plastik ist. Ist aber kein Plastik, das ist Metall. Das ist Metall. Es ist doch unglaublich. Also, das ist so trügerisch. Man weiß einfach nicht, welches Material das ist. Ja? Zum Beispiel das hier. Zum Beispiel das hier. Das ist zum Beispiel kein Metall. Okay, das ist ein Plastik. Also, du weißt einfach nicht, was als nächstes kommt. Taiwan ist eine ganze, es ist einfach alles total unerwartet. Man weiß nie, was auf einen zukommt. So, und hier, was ist eigentlich hier das Thema? Hier steht Xiaomuu, das ist die kleine Holzhütte, die kleine Hütte. Also Xiao ist klein, Mu ist Holz und dann U ist Hütte, Haus, Häuschen. Und jetzt hast du hier diese Figürchen, diese Figuren. Da hat er so ein Megafon. Auf Deutsch heißt das hier Megafon, ja, Megafon heißt das. Und da hast du so einen, ich weiß nicht genau, was ist das? Der salutiert. Der salutiert, glaube ich. Und viele Stifte sieht man halt. Das ist auch sehr schön. Man sieht dann Stifte und man sieht Käfer. Das ist ein Marienkäfer. Ein Marienkäfer ist das hier, okay. Und dann hast du vielleicht noch diesen Hirschkäfer. Das ist ein Hirschkäfer. Warum heißt der Hirschkäfer? Also Hirsch. Mir fällt jetzt das Wort auf Englisch nicht ein und mir fällt es auch nicht auf Spanisch ein, nur auf Chinesisch. Der Hirsch, das ist dieses Tier mit diesem Geweih. Und der Hirschkäfer hat auch dieses Geweih. Deswegen sagt man dazu Hirschkäfer. Auf Deutsch heißt das Hirschkäfer. So wie hier. Das drüben ist auch eine Art von Hirschkäfer. Ja. Jetzt geht's, glaube ich, zurück zur U-Bahn. Ich glaube, das war für mich so ein bisschen jetzt das Signal. Ich gehe mal zurück, setze mich in die U-Bahn und dann, ja, geht der Tag weiter. Dann mache ich meine anderen Sachen, die Militärflugzeuge haben aufgehört zu fliegen. Es kann auch sein, dass diese Flugzeuge einfach nur zu einer bestimmten Tageszeit fliegen und nicht so lange. Naja, dafür fliegen jetzt andere Flugzeuge. Jetzt habe ich's. Vorher waren das so Düsenjets, so ganz, ganz schnelle Flugzeuge. Und jetzt sind das eher so langsame Flugzeuge.
und die sehen ein bisschen anders aus. Die sehen nicht so wirklich so wie so totale Kampfflieger aus. So, meine Flasche muss ich noch in meinen Rucksack hineingeben, weil ich möchte nicht immer meine Flasche hier tragen, also in der Hand. Bitte wartet eine Sekunde auf mich. Auf jeden Fall könnt ihr wenigstens die Aussicht genießen. Diese Aussicht hier, während ich meinen Rucksack hier ordne und die Flasche hineinkommt. Und dann geht's weiter. So, es geht weiter. Okay. Jetzt ist es nämlich so, wenn ich darüber gehe, dann wird es immer lauter. Ich werde versuchen, bis zur U-Bahn-Station dieses Video zu machen. Und ich kann auch testen, ob dieses Mikrofon diesen Lärm ein bisschen dämpfen kann oder heraushalten kann. Ja? Das ist nämlich so ein Lavalier-Mikrofon, heißt das. Ein Lavalier-Mikrofon. Oder ein Ansteckmikrofon, sagt man auch, weil anstecken, ja. Und diese Mikrofone isolieren eigentlich relativ gut den Ton der Stimme. Die isolieren sehr gut das, was ich sage. Und man kann auch relativ gut in der Nachbearbeitung mit Noise Gate und so weiter und mit Rauschentfernung kann man sehr gut die Stimme isolieren und dann ist das Video nicht so voller Rauschen und voller anderer Geräusche. Das versuche ich doch zu machen. So, ich mache nochmal hier das Stativ ganz zu. Ja, und da kommt die U-Bahn. Also ich zeige euch mal, wo ich jetzt bin. Ich bin hier und ich werde am besten an einer Stelle rübergehen, die nicht so verdammt laut ist. Also hier zum Beispiel gehe ich dann rüber und werde, ja, glaube ich aber trotzdem einfach hier das Video ausmachen, weil es ist eigentlich zu laut und ja, deswegen glaube ich, hat das keinen großen Sinn mehr. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Alles Gute!